Oh mein Gott, das ist der Wahnsinn! Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich muss das jetzt eben machen, auch wenn ich total bescheuert aussehe mit meinen Haaren und allem. Ich habe nicht mal die Nägel gemacht, das kann nicht sein, ne? Ich habe die gerade ablackiert und ich habe Post bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch bei Instagram mitbekommen. Ich habe dieses Shelfie von Essence gewonnen bei diesem Gewinnspiel. Und es ist wirklich schwierig zu zeigen, es ist monströs. Hier von Cosnova, es ist wirklich groß. Ich halte hier gerade meine Adresse zu. Aber oh mein Gott. Leute, wir werden das natürlich jetzt zusammen aufmachen. Ich werde einmal hier oben aufritzen, damit ich das umklappen kann wegen meiner Adresse. Und dann gucken wir uns das zusammen an. Ich bin so gespannt. So, ich habe es jetzt aufgemacht. Wir gucken hier einfach mal rein. Wir haben hier so einen Zettel. Herzlichen Glückwunsch, Hi Beauty. Vielen Dank für den Post mit deinem tollen Bild. Du gehörst zu den glücklichen Hashtag Longlasting Love Gewinnern und bekommst hiermit dein exklusives Gel Nail Polish Shelfie. Da du jetzt alle 46 Gel Nail Polish Farben hast, würden wir uns über weitere Tragebilder freuen. Viel Spaß mit deinem Gewinn und weiterhin so viel Glück. Liebe Grüße, dein Essence Team. Ja, total süß, oder? Oh, oh mein Gott, Leute, ich kann es nicht fassen. Okay, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen am Ausrasten, aber ich glaube, das werdet ihr auch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich bereue es, dass ich meine Nägel gerade ablackiert habe. So, oh mein Gott. Ich glaube, ich muss euch ein bisschen höher stellen, damit ihr hier so einen besseren Blickwinkel habt. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt besser sehen. Ich habe einen ganz komischen Blickwinkel jetzt. So, das ist die Kiste. Hier haben wir eine Aufbaufunktion, Anleitung. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Was ist hier denn noch alles dabei? Ah, okay, das ist nochmal auf einer anderen Sprache, dieser Dingens hier. Und dann die Ingredients der verschiedenen Nagellacke. Und dann haben wir es hier. Oh mein Gott! Okay, ich hol's mal raus. So, das ist es. Ich drehe es euch einmal. Oh Gott. Schaut mal, es ist wirklich richtig, richtig groß. Okay, wir machen das jetzt mal auf. Ich glaube, dafür hole ich euch aber wieder runter, weil irgendwie macht es so keinen Sinn. Dann seid ihr so weit weg. Einen Moment. Man kann das jetzt hier wohl so auspacken. Hier oben. Und jetzt. Meine Güte, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier öffne und alles. Okay, hier auf der Seite gibt es so Klettverschlüsse. Dann kann ich das hier so abmachen. Also, es ist überhaupt nicht so leicht, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Okay. Und jetzt. Jetzt kann ich das hier so rausziehen. Jetzt muss ich nur gucken. Oh Gott, vielleicht müsst ihr doch wieder hoch. Wenn ich das jetzt hier nämlich rausziehe, haben wir diese beiden Reihen. Oh mein Gott. So. Ach du Scheibenglas. Oh mein Gott, Leute. Es wird nicht aufs Bild passen. Diese Teile haben übrigens das Essence-Zeichen, die hier auf der Seite dran waren. Ne? Ich kann es nicht fassen. Okay, Moment. Da haben wir es. Ach du Scheiße. Ich kann das im Leben nicht fotografieren. So, wir holen euch wieder runter. Also ich hole euch wieder runter. So, das ist eben jetzt recht lang. Man kann das hier oben aufklappen. Und vielleicht gehen wir einfach mal die einzelnen Nagellacke durch. Was haltet ihr davon? So, wir haben hier erstmal den Base Coat. Und den Topcoat. Dann haben wir das durchsichtige. Soll ich euch die Namen immer sagen? Absolut Pure. Ein durchsichtiger Nagellack. Oh mein Gott, das ist so toll. Dann haben wir Give Me Nude Baby. Dann haben wir Space Queen. Our Sweetest Day. Sweet as Candy, Whatever, Party Princess. Soll ich euch die alle sagen? Es macht wenig Sinn eigentlich, oder? Ich glaube, ich werde einfach mal mit euch so durchgehen.
Nummer 1. Und dann geht's hier weiter mit den Farben. Der Wahnsinn, oder? Leute, ich kann es nicht fassen. Da sind so schöne Farben dabei. Der hier ist auch richtig toll. Ich schüttle ihn einmal. Brazil Jungle ist das. Oder Girl's Best Friend. Der erinnert mich ein bisschen an den aus der Cinderella LE. Dann natürlich auch mit dabei der weiße. Das ist Wild Wild Days, glaube ich. Nee, Wild Wild Ways. Der deckt hervorragend, Leute. Absolute Kaufempfehlung. Oh mein Gott, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, ich würde das am liebsten nochmal in die Kamera halten, aber es geht nicht. Es ist einfach zu schwer auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich kann es kaum erwarten, alles einfach auszuprobieren. Vielen lieben Dank, Essence Team, falls ihr das sehen solltet. Wovon ich aber irgendwie auch nicht ausgehe. Der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich werde das hier irgendwie zu meinen anderen Nagellacken noch aufhängen. Das ist eine ganz tolle Perspektive jetzt. I know, I know. Aber ja, oh mein Gott, das ist so toll. Die Kameraperspektive wechselt ständig. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Das Ganze kam mir in diesem Teil hier an und hier sind eben die Farben auch nochmal alle drauf. Ach, es ist einfach ziemlich, 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 ziemlich geil. Ich zeige euch die andere Seite nochmal, nur nochmal, weil ich kann einfach nicht. Ich weiß nicht, ich bin total aus dem Häuschen. Wie ihr wahrscheinlich auch merkt, es ist der Hammer. Der absolute Wahnsinn. Ich meine, ich habe meine eigene Essence-Theke zu Hause. Ich habe einfach alle Nagellacke, die es davon gibt. Es ist Hammer. Also wie gesagt, ich werde das irgendwo hier hinter mich dann noch aufhängen und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich muss mich jetzt erstmal entscheiden, was für Nagellack ich als nächstes lackiere, weil ich habe ja jetzt so viel Auswahl. Was kommt denn in die nähere Auswahl? Also in die nähere Auswahl vielleicht Hello Sunshine, ein mattes Gelb, super geil. Oder, ach, eigentlich alle, die sind so schön. Ich könnte natürlich auch was Hellblaues machen oder was Türkises. Was ist das denn? Prince Charming. So ein Türkis mit so einem leichten Schimmer drin. Fokussiere. Beautiful Lies ist auch sehr, sehr schön. Ach Leute. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das vorhin fokussiert hat. Das Girl's Best Friend sieht übrigens so aus. Ach, beachte bitte meine Nägel nicht. Das ist mir jetzt echt ein bisschen unangenehm. Sehr interessant und finde ich, geht so ein bisschen in die, wie heißt das, Barry Potter and Plumbledore Richtung. Das ist Wonderfuel. Oder von der anderen Seite können wir auch mal gucken. Juicy Love, richtig tolle Farbe. Oder Ever Young. Oh Leute, ich weiß, ich zeige jetzt gerade nur noch Nagellacke in die Kamera, aber was soll ich sagen? Ich bin immer noch total geflasht und ich kann es einfach gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ja, es ist wirklich eine super Überraschung gewesen. Ja, bevor ich jetzt euch alle Nagellacke doch nochmal einzeln zeige, was keinen Sinn macht, weil, ne, da sind wir morgen noch dabei, sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das kleine, total wirre und mich total aufgedrehte Video hat euch gefallen. Und ihr habt meinen Anblick ertragen. Ich glänze auf der Stirn, ich sehe nicht mehr so frisch aus. Aber ich habe mich heute Morgen um halb acht auch schon geschminkt und wie spät haben wir es jetzt? Wahrscheinlich so 7. So sehe ich halt dann einfach aus. Das bin ich. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran. Ich muss erstmal überlegen, was für Nagellack ich lackiere und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.